Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Space Artefakt. Habt ihr vielleicht gerade etwas aus dem Backofen rausgenommen? Dann habt ihr bestimmt so etwas verwendet. Ein Hitzeschutz, dass ihr euch nicht verbrennt. Wenn man aus dem Weltall zurückkommt, dann braucht man auch einen Hitzeschutz, weil ein Raumschiff ist sehr, sehr schnell unterwegs. Und wenn man in die Erdatmosphäre zurückkommt, dann gibt es grosse Reibungshitze. Das kann zum Beispiel beim Space Shuttle ist das bis zu 1650 Grad gegangen. Dann hat man natürlich einen Hitzeschutz gebraucht, sonst wäre man verglüht. Beim Space Shuttle eben sind die Hitzeschutz bestehend aus solchen Kacheln. Das sind Keramikkacheln, das ist die Hinterseite. Man hört es hier auch, das ist eigentlich ein relativ leichtes Material. Und die Vorderseite, die hat so eine spezielle Beschichtung drauf gehabt. Der Space Shuttle hat rund 24'000 solche Kacheln dran gehabt. Verschiedenste Formen, verschiedenste Grössen. Und das war eigentlich wie ein riesiges Puzzle, das man lösen muss. Und dass man es eben richtig gelöst hat, hat es auf diesen Kacheln so Nummern drauf gehabt. Und jede Kachel hat eine individuelle Nummer gehabt, dass man eben gewusst hat, wo kommt die genau an. Man sieht das auch ganz schön auf dem Foto da, wie die Kacheln aneinander angereiht worden sind. Zum Montieren war das so, dass man die Kacheln genommen hat. Man hat hinten einen speziellen Leim drauf da und dann hat man ein Teil gehabt, das so aussieht. Das hat so eine Gummibeschichtung gehabt und dann hat man die Kacheln mit dieser Gummibeschichtung gegen den Space Shuttle angedrückt, mit dem Leim da drauf und hat sie so befestigt. Dass die Kacheln nicht umeinander gerutscht ist, dazu hat man dann sogenannte Spacer gehabt. Also so Platzhalter, die haben so ausgesehen, das sind so Klötze aus einem Glasfasermaterial, sehr, sehr leicht. Und das hat dann einfach dafür gesorgt, dass die Teile nebeneinander bleiben und eben nicht verrutschen während dem Festmachen. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesen Hitzekacheln, dann schreibt es doch bitte unten in die Kommentare rein und ich versuche die so gut wie möglich zu beantworten. Und dann freue ich mich selbstverständlich wieder darauf, wenn ihr die nächste Folge anschaut. Bleibt fasziniert!